Fortsetzungen haben es ja nie sonderlich leicht. Die einen vergleichen die Fortsetzung mit dem Original und sagen, den ersten fand ich aber besser. Die anderen haben den ersten Teil nicht gesehen und sagen, ich verstehe die Handlung nicht. Dann gibt es noch Fortsetzungen wie The Predator vom letzten Jahr von Shane Black, der im Kino war und bei dem alle gesagt haben, was ist denn das für ein blödes Stück Scheiße? Und da habe ich mich gefragt, was war eigentlich der letzte richtig gute Predator-Film, den ich gesehen habe? Get to the chopper! Nein, den meine ich gar nicht. Also, ja, im Grunde schon. Das hier, der erste von John McTiernan, ist eins der Action-Meisterwerke der 80er und ist einer meiner liebsten Actionfilme aller Zeiten. Nur der Film der Serie, der gerne mal vergessen wird, wenn man die Serie so aufzählt, dann ist das der zweite von Regisseur Stephen Hopkins von 1990, der mittlerweile vom Index runter ist und jetzt erstmals unzensiert vorliegt. Herzlich willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Predator 2 von 1990 spielt in der damaligen Zukunft des Jahres 1997. Wenn das alles so stimmen würde, was man in dem Film sieht, dann hätten wir 1997 alle Anzüge aus Leinen getragen und hätten uns die Hose bis zum Bauchnabel hochgezogen. Aber das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es in diesem Film ordentlich kracht. Damit auch der Zuschauer den ersten Teil nicht gesehen hat, trotzdem kapiert, um was es geht, haben uns die Filmgötter Gary Busey geschenkt. Der arbeitet für irgendeine spezielle Regierungsspezialpolizei. Dies ist eine spezielle Spezialeinheit der Spezialpolizei. Der erklärt dem Zuschauer und dem Hauptdarsteller Danny Glover erstmal, was überhaupt ein Predator ist und was er damit vorhat. Er will den Predator fangen und dann in München wieder aussetzen, damit auf der Stehtribüne des FC Bayern endlich mal Stimmung herrscht. Nee, warte, stopp, das stimmt nicht ganz. Außerdem geht es um Waffen und Militärentwicklung und sein Lichtbrechungstarnfarben-Dingens. Also, die wollen das Viech nicht töten, die wollen es einfangen. Da das aber ungefähr so einfach ist, wie eine Katze zum Tierarzt zu bringen, muss die Sache ja schiefgehen. Es gibt ein paar Verletzte und jede Menge Tote, also muss Polizist Mike Harrigan ran, alias Danny Glover. Der will das Teil einfach nur erlegen, Feierabend, Mund abputzen, nach Hause gehen. Der ist zwar immer noch zu alt für diesen Scheiß, beweist aber in diesem Film, dass er nicht unbedingt Mel Gibson an seiner Seite braucht, um einen Actionfilm zu tragen. Als Predator 2 damals in die Kinos kam, wurde er von der Kritik zerrissen und von den Kinozuschauern gehasst. Den Kritikern war er zu blutig, zu gewalttätig, zu obszön und die Zuschauer störten sich daran, dass Arnold Schwarzenegger nicht mitspielt und dass er die Handlung bzw. das Filmmonster aus dem Dschungel in die Großstadt verpflanzt. Den Kniff finde ich aber gar nicht so schlecht. Zum einen konnte Schwarzenegger nicht mehr zur Verfügung stehen, denn er mochte weder das Drehbuch noch mochte er den Regisseur. Außerdem wollte er unbedingt Total Recall drehen mit Paul Verhoeven und steckte schon mitten in den Vorbereitungen dafür. Dieser Film kam ebenfalls 1990 raus. Und das Filmmonster aus dem Dschungel rauszuholen und in die Großstadt zu packen, finde ich auch interessant. So erlebt man irgendwie Godzilla-mäßig dieses Filmmonster in einem urbanen Umfeld. Hat ein bisschen was für diesen Monsterschinken in den 60ern, nur dass hier halt keine Riesenechse in der Stadt platt trampelt, sondern dass ein 2,15 Meter großes Alien-Viech lauter Gangster abmurkst und öffentliche Verkehrsmittel demoliert. Diese U-Bahn-Schießerei-Szene ist übrigens eines der Highlights des Films und sicher nichts für schwache Nerven. Polizist Harrigan scheucht das Teil also quer durch die Stadt und beide lassen dabei jede Menge Federn. Wir finden mehr über die eigentliche Predator-Spezies heraus. Wir sehen auch diesmal mehr als einen. Im ersten Teil gab es ja wirklich nur dieses eine Viech da im Urwald. Und wer an einer Stelle besonders genau aufpasst, der sieht auch, dass der Predator schon mal ein Alien erlegt hat. Das hat jede Menge Fantheorien losgetreten. Ich weiß nicht, ob dieser Film zuerst rauskam oder ob die Alien vs. Predator Comics zuerst rauskamen. Es war ungefähr zur gleichen Zeit. Jedenfalls ein paar Jahre später bekamen wir dann wirklich zwei Alien vs. Predator Filme, die beide so unterirdisch waren, dass ich darüber hier kein weiteres Wort mehr verlieren möchte. Und dieser hier, Predators von Robert Rodriguez, der hat uns gezeigt, dass eine Fortsetzung im Dschungel einfach nur für den Arsch ist. Von allen Fortsetzungen, die dieser Action-Klassiker mittlerweile losgetreten hat, ist für mich Predator 2 immer noch der beste. Er ist kein perfekter Film und der erste mit Arnold bleibt natürlich unübertroffen. Trotzdem finde ich
den hier durchaus sehenswert. Er gibt uns das Monster im Großstadtdschungel, er gibt uns einen coolen Danny Glover, der hier echt zeigt, dass er was drauf hat. Einen Bill Paxton, der sich mit seiner etwas komisch angelegten Rolle wirklich die Seele aus dem Leib spielt und der vor allen Dingen hier seine eigene heilige Dreifaltigkeit der Filmmonster komplettiert. Er ist der einzige Schauspieler, der gegen einen Terminator, einen Alien und einen Predator gekämpft hat. Die Action ist wirklich knackig und gewalttätig. Nicht umsonst ist dieser Film erst ab 18 freigegeben und stand lange, lange auf dem Index. Und nach einem etwas zugegeben bisschen träge anlaufenden ersten Akt nimmt der Film dann aber richtig Fahrt auf. Also die zweite Hälfte ist sauspannend gemacht. Wie gesagt, Verfolgungsjagd, Polizist gegen Urviech quer durch die Stadt, sorgt teilweise für Fingernägelkauen. Die Effekte sind heute noch sehr gut, was bemerkenswert ist, da dieser Film bald 30 Jahre alt ist. Und besonders cool gelungen finde ich die Szenen aus der Predator-Sicht. Das gab es ja im ersten Teil auch schon, aber hier ist es ebenfalls gut gemacht, also dass der Zuschauer sieht, wie der Predator sieht. Kein Actionmeisterwerk, aber immer noch ein Film mit ordentlich Wumms. Es kracht und spratzelt und Bill Paxton sorgt für die komischen Momente. Für mich eine absolut gelungene Sache, wenn auch sicher nicht die perfekte Fortsetzung im Stile von Mad Max 2 oder Terminator 2. Dafür gibt es unterm Strich immerhin 3 von 5 Explosionen und einen abgetrennten Kopf. Eingeschränkte Guckempfehlung für alle Fans von satter Action in der Großstadt. Auch wenn sich das eigentlich nicht gehört. Sie sind in einer Großstadt. Das kann man doch nicht machen. Ich weiß genau, dass viele zu Hause sagen, na... Sag ich doch. Vielen Dank fürs Gucken, Bewerten, Kommentieren, viel Spaß beim Gucken von Predator 2 und bis zum nächsten Mal.